Ho, ho, ho und frohe Weihnachten! Morgen ist Heiligabend und wir sind hier heute an diesem wundervollen Strand von La Mata, den wir ja schon wirklich häufig gezeigt haben, bei diesem fantastischen Wetter. Und wir zeigen heute eine Wohnung, eine große Wohnung mit Parkplatz direkt an diesem Strand, beziehungsweise eine kleine Straße ist dazwischen. Es ist in dem Gebäude dort, wo wir jetzt zusammen hingehen werden. Aber zuerst einmal willkommen zurück auf unserem Alicante Real Estate YouTube-Kanal, wo wir immer wieder die besten Immobilien zeigen, die wir hier anbieten können, zu einem besten Preis, was möglich ist zu dieser Zeit. Dafür sind wir da. First things first, wollen wir uns die Wohnung anschauen? Kommt mit! So, wir sind jetzt im Apartment drin, wir sind hier draußen auf der Terrasse. Also diese Aussicht ist einfach atemberaubend. Es ist so toll. Es ist noch relativ früh morgens, hier für Spanien morgens. Süden ist dort. Das heißt, man hat ganz viel Sonne hier. Und wenn man ein bisschen rumgeht, dann sieht man auf dieser Seite den Paraje Natural de la Mata, den Naturpark mit seinem See, mit seinem kleinen Salzsee. Das ist einfach affengeil. Das ist echt, das ist unglaublich. Man hat auf beiden Seiten diese fantastische Aussicht. Wir befinden uns im 9. Stock, was übrigens noch ein kleiner Vorteil ist. Das heißt ein kleiner, vielleicht sogar ein großer, je nachdem. Es gibt keine Moskitos hier. Also umso höher man ist, umso weniger Moskitos gibt es hier. Und das nur so als kleiner Hinweis mal. Ich habe vorher lange in der zweiten Etage gewohnt, da hatten wir auch schon keine Moskitos. 9. Ich denke, da ist gar nichts. 9. Etage. Mit dieser tollen Aussicht hier. Das Apartment hat 98 Quadratmeter drin, plus die Terrasse, also über 100. Wir haben 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und einen Parkplatz unten. Lasst es uns mal anschauen. Kommt mit. Das hier ist das Wohnzimmer. Es ist nicht allzu groß, man braucht es aber auch nicht so groß, weil man hat hier die Terrasse. Und selbst vom Wohnzimmer aus hat man diese fantastische Aussicht, die wir ja eben schon gezeigt haben. Ich kann gar nicht aufhören, über die Aussicht zu sprechen. Es ist einfach genial. Okay, man sieht schon, es ist alles hier in gutem Zustand, es ist renoviert. Nicht alles, aber fast alles ist gemacht, was man so machen sollte. Wir haben diese wundervolle Küche hier. Wenn ich mir vorstelle, dort am Fenster zu stehen und Kartoffeln zu schälen, das ist unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Das ist einfach genial. Küche auch im tollen Zustand. Dann, wenn wir hier weiter rumgehen, haben wir hier 2 Badezimmer. Beide mit Dusche. Das erste Schlafzimmer. Auch hier ist Aircon. Auch hier im Flur. Das zweite Schlafzimmer. Hier sind 2 Schlafzimmer. Alle mit dieser fantastischen Aussicht. Und hier haben wir das Hauptschlafzimmer. Auch mit Aircon. Mit dieser tollen Aussicht. Ich weiß gar nicht, warum die hier einen Fernseher haben. Bei dieser Aussicht, da braucht man keinen Fernseher. Man kann hier aufgrund der Höhe, weil wir im 9. Stock sind, kann man hier auch ganz problemlos im Sommer die Fenster offen lassen, was natürlich wundervoll ist. Denn wir haben ja kaum Moskitos dann hier bei dieser Höhe. Wir haben sowieso wenig Moskitos hier, aber falls mal eine Moskitoplage sein sollte, wo man immer dran denken können sollte, dann werden die gar nicht so hochkommen. Die kommen ja nicht so hoch. Ich habe lange Zeit auf der 2. Etage gewohnt und wir hatten so gut wie nie Moskitos. Und einmal hatten wir hier vor 5, 6, 7 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, hatten wir eine Moskitoplage hier. Kein Problem gewesen. Dieses gesamte Apartment mit dieser fantastischen Aussicht, die wirklich unbezahlbar ist, mit dem Parkplatz unten im Gebäude direkt drin, den man auch über den Fahrstuhl erreichen kann. Das Gebäude hat übrigens auch 2 Fahrstühle. Diese Immobilie könnte ihre sein. Jetzt muss ich noch mal schauen, für 289.000 Euro. Bei dieser Aussicht ist das wirklich, sie ist unbezahlbar. So ist es. Man zahlt für das, was man bekommt. Und hier bekommt man eine fantastische Möglichkeit. Wenn irgendwelche Fragen sind, bitte gerne bei uns melden. Wir sind immer für euch da. Und ich hoffe, wir sehen uns bald hier in La Mata. Vielen Dank und tschüss.